für Gladbach zu spielen, für so einen großen Traditionsverein. Mein Bestes zu geben, mich selber weiterzuentwickeln, für den Verein das Bestmögliche rausholen. Können wir den Tag noch sehr genau eigentlich merken. Angefangen hat es damit, dass wir morgens dann aus Bremen losgeflogen sind und ich in dem Moment noch kaum glauben konnte, dass ich heute von Beginn an spielen werde. Auch beim Einlaufen das ganze Stadion gemerkt und dann aber als das Spiel angefangen hat, dann voller Fokus aufs Spiel natürlich und dann zwischendurch nur mal wenn der Ball im Aus war, wenn Unterbrechung war oder so, dann kriegt man die Fans nochmal mit. Das war schon nicht schlecht, ja. Es ist auf jeden Fall sehr familiär hier. Alle nett, sehr nett, höflich, sympathisch. Es ist ja einen sehr guten ersten Eindruck, auch vom Drumherum, das Gelände. Jetzt kommen abwarten, bis das Stadion voll ist. Dass das ganze Paket, einfach auch das ganze Drumherum in meinen Augen am besten zu mir gepasst hat, zu mir, zu meiner Verhaltensweise, zu mir als Fußballer dann auch. Ich bin ein Innenverteidiger. Ich will aber schon sagen, dass ich ein moderner Innenverteidiger bin, dass ich meine Stärken auch mit Ball am Fuß habe. Ich probiere viel spielerisch zu lösen, aber natürlich, als Verteidiger muss man dann auch einfach mal den Ball wegschlagen oder den Gegner vielleicht auch mal ein bisschen berühren. Ich probiere einfach das, was in der Situation am besten ist, zu machen. Für Gladbach zu spielen, für so einen großen Traditionsverein, mein Bestes zu geben, mich selber weiterzuentwickeln, für den Verein das Bestmögliche rausholen. Einfach Spaß haben. Ich fliege heute Nachmittag noch nach Florenz zu Italien, U19. Dann trainieren wir da 2-3 Tage und fliegen dann nach Malta zur U19 Europameisterschaft. Da sind wir schon in der Endrunde jetzt. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir möglichst weit kommen noch. Hallo liebe Borussia-Fans, ich freue mich sehr, euch hier bald alle zu sehen. Ich kann es kaum abwarten. Bis bald, euer Fabio.